Einen wunderschönen. Da bin ich auch schon wieder, euer Odin, mit ein paar Paketen. Ich habe ein bisschen wieder eingekauft. Erstmal der Sirup von meiner Tochter ist alle, deswegen mal wieder Sirup für meine Tochter, beziehungsweise ich habe ihn auch mal gekostet. Apfelholunderblüte. Wie er schmeckt, kann ich euch noch nicht sagen. Ich habe es erst gekriegt, habe jetzt schon eine Flasche voll gemacht. Also so eine 1,5 Liter Flasche mit Wasser und da wird dann halt draufgekippt. Ist noch im Kühlschrank, kann ich noch nicht sagen. Dann Energy. Habe ich auch das erste Mal jetzt gesehen, musste gleich zugreifen. Gerochen hat es wie Energy. Also hier ist auch kein, ich habe geguckt, das ist kein Koffein drauf. Meine Frau hat auch nochmal alle durchgelesen. Es ist kein Koffein drin. Ne? Also denke ich mal, wird es nicht so schädlich wie Energy sein. Aber es riecht pur Energy. Also richtig kräftig. Also kann ich auch noch nicht sagen, wie es ist. Habe ich im Kühlschrank. Kann ich euch demnächst dann erzählen. So, dann kann die Pappe weg. So, dann machen wir erstmal das nächste Paket. Habe ich mir bestellt, habe ich auch, so habe ich schon mal gehabt, so ein Hundeknochen. Da habe ich auf irgendeiner Facebook-Seite, fragt mich jetzt nicht auf welcher. Eigentlich hatte ich es in Blau bestellt, aber auch okay. So. Ist noch ein bisschen. Also guck mal, das ist ein bisschen flacher als das andere war. Nicht? So. Hatte ich ja schon mal. Ich dachte eigentlich jetzt, dass es in Blau ist. Aber ist es nicht. Ist in Schwarz. Ich muss noch mal gucken, ob es genau die gleiche Höhe hat. Aber in den Seiten ist es höher. Das sieht man nicht. Hier an der Seite ist es höher. Da war ich auf irgendeiner Facebook-Seite. Ich weiß es nicht. Ich bin ja auf mehreren Facebook-Seiten auch unterwegs und so. Und da war das abgebildet und mit einem Code für ein paar Prozent Rabatt. Da hab ich gedacht, ja, klar, warum nicht? Wenn du was sparen kannst und ich war sowieso am Überlegen, weil das wird dann für Trockenfutter. Dann kann ich das andere Ding erstmal wegnehmen. Das ist ein bisschen platzsparender und anti-Rutsch und so. Und danach hat Amazon sich bei mir gemeldet, habe ich eine Nachricht von Amazon gekriegt, dass ich gegen die Amazon-Nutzungsrichtlinien verstoßen habe. Und dann habe ich mit denen telefoniert. Ja, das ist, weil ich einen Code eingelöst habe, den ich gefunden habe über Facebook. Ja. Oder hat mir irgendeiner den gepostet? Hier gucken wir auf der Facebook-Seite. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich kriege ja viele Nachrichten von euch und so. Und damit stand auch drin, damit verstoße ich gegen Nutzungsrichtlinien und kann bis zur Accountsperrung, habe ich erstmal angerufen. Weil Accountsperrung ist nicht so gut, weil mein Prime läuft darüber, die ganzen Filme und Serien, die ich gekauft habe, laufen darüber, die Musik, die ich gekauft habe, läuft darüber. Also, bisschen ungünstig. Und die hat sich dann schlau gemacht und hat gesagt, am besten keine Codes mehr benutzen, also werde ich jetzt auch nicht mehr machen. Also passt da auf, wenn ihr irgendwo bei Facebook was seht, hier, kauft doch ditte. Oder wenn du Bock hast, kannst du doch das kaufen. So, hier hast du Rabattcode für, was weiß ich, 10%, 20%, ich weiß es gar nicht mehr. Viel war es nicht, aber ich habe halt Prozente gekriegt. Oh, das ist aber gut eingepackt. So. Wie ich euch gesagt habe, Assassin's Creed Rogue. Endlich meins, original verpackt. Habe ich ja damals schon für die PS3 gehabt, jetzt für die PS4. So, dann, das habe ich nicht selber gekauft, was jetzt kommt. Das hat meine Mutter gekauft. Also beziehungsweise, ich habe es über meinen Amazon-Account bestellt mit ihren Kontodaten, damit das von ihrem Konto abgebucht wird. Ist das Geburtstagsgeschenk für, also zusätzliche Geburtstagsgeschenk für meine Tochter von meiner Mutter. Die hat schon was gekriegt und das kriegt sie jetzt noch zusätzlich. Minecraft. Werde ich auch gleich auspacken, installieren und dann will sie heute loslegen. Dann habe ich noch was bei Rebuy bestellt. Auf dem Zeug. Einmal, weil jetzt immer Angebot war, Männersache, der Film von Mario Barth. Weil der hat mir noch in meiner Mario Barth-Sammlung gefehlt. Ich habe ja alle Shows, also alle Bühnenshows, alle Weltrekordshows sind mittlerweile auch zwei. Die Stadiontour und so habe ich alles. Und das hat mir noch gefehlt. Jetzt habe ich den Film von Mario auch in meiner Sammlung.
Und da musste ich dann einfach zuschlagen. Ich habe aber, da waren zwei Versionen. Einmal die normale Blu-ray-Version und einmal eine Plus, Blu-ray Plus Special-Dings. Da ist wohl, glaube ich, auch die DVD mit bei. Hat mich jetzt nicht interessiert, werden knapp einen Euro teurer gewesen. Da habe ich gedacht, nö. Nee, Quatsch, 50 Cent, dann wäre ich fast auf 2 Euro gewesen. Jetzt habe ich hier einen Euro bezahlt oder einen Euro noch was. Euro, glaube ich. Da habe ich gedacht, da kannst du noch nicht verkehrt machen. Dann Made of Steel, hart wie Stahl mit Charlie Sheen. Jetzt kann ich meine DVD demnächst aussortieren und kann die dann... Ist das auch die 18er Version? Ich weiß es gar nicht. Ich wollte eigentlich die 18er Version. Yep. Das ist die 18er Version. Deswegen, ach stimmt, ja, deswegen musste ich ja Ausweis zeigen. Ach so, das Wendecover haben sie schon gewendet. Hier ist ein Wendecover. Und, ach Gott, da ist dann halt das 18er Logo und dann und so was Gelbes, was? Mit Charlie Sheen aus Two and a Half Men, genau. So, und hier sind, glaube ich, bei der 18er Version 5 oder 6 Minuten mehr. Weiß ich jetzt nicht, muss ich überprüfen. Bei Schnittberichte habe ich geguckt, ey, da gibt es ja von Made of Steel gibt es ja 3 oder 4 verschiedene Versionen, da sollen wir mal durchsehen. Und dann kann ich meine DVD-Sammlung demnächst jetzt auch nochmal verkleinern und kann nochmal mir die App von Rebay runterladen, scannen die DVDs, die ich verkaufen will, beziehungsweise wegschicken will und werden ein paar Spiele mit bei sein. Folge nicht zu GameStop, mach ich denn darüber und dann brauche ich keinen Versand bezahlen, wenn ich ab 20 Euro oder so bin. Was ich verkaufen will, dann kriege ich so ein Ding zum Ausdrucken, nimm ein Paket, druckt das aus, klebt das drauf, schickt das dahin, die überprüfen das und dann kriegt das Geld. Auf mein echtes Konto oder auf mein PayPal-Konto, auf mein echtes Konto, glaube ich. Und dann habe ich mir, wie ich euch ja gesagt habe, Tomb Raider geholt zum Durchzocken, weil da kommt ja demnächst bald die neue Version. Ich weiß jetzt nicht, hier gibt es auch eine VR-Mission mit bei. Ich weiß jetzt nicht, ob es bei der mit bei ist. Ich habe einfach ganz normal die Day One Edition geholt, glaube ich. Ich weiß es nicht. Hier ist ein Code mit bei. Exklusiv Square Enix Member Registriercode. Also das ist ein Code, um bei Square Enix sich zu registrieren. Hitman, ja, kein Wendecover leider. Och, und sowas liebe ich. Ja. Verkehrt rum drinne. Ist da nicht normal. So rum kommt das. Dass man da vernünftig was sieht. So. Das war's. Ich habe schon wieder genug Müll produziert. Jetzt werde ich das Video bearbeiten und demnächst hochladen. Wenn es euch gefällt, würde ich mich über einen Doppeldaumen natürlich, geht ja nicht, aber über einen Daumen würde ich mich da natürlich freuen. Wir sehen uns, ich weiß nicht, wann ich es hochlade, also wenn ich es schaffe hochzuladen, vielleicht heute noch, dann sehen wir uns heute Abend, selbst wenn ich es morgen erst online kommt, sehen wir uns trotzdem heute Abend bei God of War. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin. Noch ein kleiner Nachtrag. Vergesst nicht, die komische Glocke zu drücken und sagen, dass ihr immer benachrichtigt werden wollt, weil YouTube den Algorithmus schon wieder verändert hat. Und wenn ihr nur sagt, gelegentlich, kriegt ihr nicht immer gleich eine Nachricht. Weil dann sagt er, oh, das ist ja Spam, der guckt jetzt Katzenvideos, der will lieber Katzenvideos gucken, Spiele will er nicht sehen oder Hardware will er nicht sehen. Der kriegt erstmal nur Nachrichten über Katzenvideos und dann kriegt er die Livestreams oder wenn ich jetzt hier so ein Shopping-Video gemacht habe, kriegt er das halt erst ein paar Tage später, teilweise eine Woche später. Also immer schön unten bei der Glocke sagen, immer benachrichtigen. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin.